die Magie hinter der Manifestation. Unsere persönliche eigene Magie, die da ist. Wir können die nicht ausstellen, wir können nichts dran ändern, wir müssen sie einfach nur akzeptieren. Ja, wir wollen unsere magische God Power aktivieren, weil sie ist da. Sie ist da. Und warum wir oft das Gegenteil von dem manifestieren, was wir wirklich gerne haben wollen, ist, dass wir in unserem kleinen menschlichen Sein unsere ganze Power dimmen. Unsere ganze Power ist versteckt und vergraben hinter Ängsten, hinter Befürchtungen. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, wir suchen dann immer Ängste und Angstüberzeugungen und Befürchtungen. Ängste vor der Angst. Ängste, enttäuscht zu werden. Ängste, nicht gut genug zu sein. Befürchtungen und Ängste ist genau das Gleiche. Und wenn du aus einem Seinszustand der Befürchtungen heraus lebst, also was passiert im Außen, wenn sich dein Seinszustand im Außen manifestiert? Wenn sich im Außen manifestiert, was du gerade glaubst über dich und die Welt. Wenn du alle möglichen Befürchtungen in dir trägst, und wirklich durchs Leben läufst wie auf heißen Kohlen. Was wird sich dann manifestieren, wenn das Leben eine Reflexion von genau dem ist, was du an Seinszustand in dir trägst? Genau. All deine Befürchtungen werden sich zeigen. Werden sich manifestieren. Und du kennst es gut. Ich habe es ja gewusst. Ich habe es ja gewusst, dass das wieder so rauskommt. Ich habe ja gewusst, dass das passiert. Ich habe ja gewusst, dass sich der wieder nicht meldet. Ich habe ja gewusst, dass es genau so ist. Ja, du hast es gewusst, weil du es gewusst hast. Und hier liegt der Schlüssel zur Magie. Weiß das, was du möchtest. Weil genauso gut, wie du weißt, dass die Dinge aus deiner Vergangenheit eintreten, dass die Dinge aus deiner Geschichte eintreten, dass die Dinge, die du befürchtest, eintreten, mit dieser gleichen Überzeugung kannst du wissen, dass die Dinge so sind, wie du sie haben möchtest. Ja? Das, genau das musst du switchen, okay? Die Logik verstehst du. Die Logik verstehst du, wie sich die Dinge im Außen manifestieren. Das hast du verstanden. Aber um was geht's jetzt für dich? Dass du dein Inneres veränderst, wovon du überzeugt bist, dass du das nicht mehr aus der Vergangenheit, aus den Ängsten, aus den Traumata, aus deiner Geschichte ziehst, sondern aus einer ganz neuen Quelle. Und diese Quelle, die ist schon lange in dir vorhanden. Das ist dein Divine Design Soul Blueprint. Das ist das tiefe Wissen in dir, das immer wieder schreit und sagt, warum machst du dich so schlecht? Warum machst du dich so klein? Warum machst du dich so bedürftig? Warum machst du dich so abhängig? Das brauchst du nicht. Dieses Divine Soul Blueprint schreit. Du brauchst das nicht tun. Du bist groß. Du bist großartig. Du bist mächtig. Du bist die Macht. Schrei doch bitte nicht nach Liebe, wenn du die Liebe bist. Schrei doch bitte nicht nach Erfüllung, wenn die Erfüllung in dir lebt. Das ist die Stimme von deinem göttlichen Blueprint, von deiner Seele,
von deiner Perfektion, von deiner Magie. Aber du kannst sie nicht hören, weil du in der Welt des Mangels lebst, weil dein Kopf immer wieder Ängste und Befürchtungen raufholt, vergangene Erfahrungen und nicht bereit ist, das loszulassen. Und da geht es nur so, dass du emotional, gedanklich komplett stirbst. Dass du stirbst. Du stirbst zu deiner Vergangenheit. Du erlaubst dir eine absolute Neugeburt. Alles neu und frisch und zapfst deine wahrhaftige innere Quelle an. Und dazu musst du sie erstmal kennen. Dazu muss deinem Kopf klar sein, was es bedeutet, du selbst zu sein, ohne Geschichte, ohne Vergangenheit, ohne Traumata, ohne Erlebnisse, ohne Mangel. Und dazu musst du verstehen, dass die Welt in dir erst unsichtbar ist, bevor sie sichtbar ist. Und komplett anerkennen können, dass du in deine innere, wahrhaftige Identität eintrittst, ja? Das unbefleckte Jesuskind ist geboren. Steht in der Bibel, versteht aber niemand. Aber genau darum geht's. Die unbefleckte Empfängnis. Unbefleckt heißt rein. Soul Blueprint, dein Divine Design Soul Blueprint ist rein, der ist da. Und die unbefleckte Empfängnis will dir sagen, du kannst ohne irgendeinen Blödsinn, den du mal geglaubt, erlebt hast in der Vergangenheit, neu und unbefleckt empfangen, was du wirklich bist. Großartig. Großartige Liebe. Fülle. Nichts fehlt in der Fülle. Du bist unbefleckt, an dir ist nichts falsch. Und in diesen Seinszustand musst du dir erlauben zu kommen, und zwar dominierend. Nicht einmal, nicht ausnahmsweise, das ist ja dieser Seinszustand, den du kennst, weil das ist der Seinszustand, in den du automatisch reingezogen wirst, wenn du dich frisch verliebst. Wenn deine SP in dein Leben kommt und es sind Glocken und Sterne und dein Herz geht auf und alles. Nur, was passiert dann? Was passiert dann? Es passiert Folgendes, dass du Angst bekommst. Dass sich deine alten Geschichten wieder, deine alten Befürchtungen wieder Einzug halten, die erste große Liebe ist vorbei und die große Angst hat Einzug genommen. Die Angst, es wieder zu verlieren, die Angst, dass es nicht zu dir gehört, die Angst, dass du irgendetwas falsch machen könntest, um das Ganze zu verlieren. Und die einzige Rettung, die du hast, ist, dass du wieder dahin zurückkommst, wo du am Anfang warst, weil es war. Du hast dir erlaubt, in dein Divine Design Soul Blueprint einzutreten. Und plötzlich sind alle Lichter angegangen. Und du glaubst, weil es wegen dem SP ist. Du glaubst, weil es wegen irgendetwas im Außen ist, dass das passiert ist. Aber das ist nicht so. Es ist passiert, weil du aufgemacht hast. Es ist passiert, weil du zugelassen hast, dass es passiert. Nur, dann hast du es wieder nicht zugelassen, weil du Angst hattest, es zu verlieren. Das machen wir automatisch. Und der wichtigste erste Schritt ist, das zu erkennen, dass das passiert. Und der nächste Schritt ist zu erkennen, wie komme ich bedingungslos, ohne dass ich im Außen einen Liebhaber, einen SP, Liebeserklärungen und so weiter und so fort habe, wie bekomme ich das hin in mir? Wie
generiere ich das aus mir heraus? Wie öffne ich mich in der höchsten Angst, in der höchsten traumatischen Situation für das Vertrauen in meine Liebe, in meinen Divine Design Soul Blueprint? Das ist das, was du lernen musst. Und das ist das, was ich lehre in meinem Masterprogramm Divine Design Soul Blueprint. Es ist ein dreimonatiges Programm, das du jetzt machen kannst mit einer Partnerin, weil es ist nur für Frauen. Und es ist zum halben Preis 4.775 Euro für 3 Monate. Komplette, tiefe, schnelle Transformation, so dass dein Innen das Außen reflektiert, was dir wirklich entspricht, was zu dir gehört. Deswegen leidest du ja so, weil du weißt, die Scheiße da draußen gehört nicht zu dir. Aber du musst da reingehen in diese tiefe Transformation für dich. Nicht wegen dem SP, nicht wegen dem tollen Leben da draußen, sondern für dich, für deinen Wohlfühlzustand, für dein wahrhaftiges Sein, für das, was du wirklich bist, dass du dich endlich so fühlst, wie du dich fühlen würdest, wenn all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Aber du fühlst dich eben niemals so, wenn all deine Wünsche in Erfüllung gehen, wie du dich fühlen willst, weil denn deine Wünsche in Erfüllung gegangen sind, kickt schon wieder die Angst ein, dass man dir deine Wünsche wegnehmen könnte, dass man dich enttäuschen könnte, dass man dich ablehnen könnte. Und das ist normal, dass das einkickt. Und deswegen muss ich dieses Wissen, das ich hier vermittle, implementieren, sacken lassen. Und dazu muss ich immer wieder erkennen, wo bin ich in der Angst und im Mangel, wo bin ich in der Erfüllung und wie komme ich da rein, wenn ich mich wieder rausgechattert habe. Und die meisten von euch, die sind ewig da draußen. Dann gibt es eine Lösung. Mein SP ist mir wurscht. Ich mache, was ich will, leck mich am Arsch, Mauer zu. Und dann braucht es Jahre, bis wieder die Öffnung da ist, bis wieder Bereitschaft da ist, vielleicht wieder in irgendeine Liebesbeziehung einzugehen, Bereitschaft da ist, überhaupt wieder die Liebe des Lebens ranzulassen. Das ist absolute Zeitverschwendung. Dieses ganze vergangene Trauma, das wir immer wieder in unsere Zukunft reinschmieren, muss dort gelassen werden, wo es hingehört. In die Lüge, die mich in die Wahrhaftigkeit gebracht hat. Das ist es. Du sollst nichts lernen, du brauchst keinen Lehr- oder Leidensweg mehr. Du brauchst Verständnis und Einsicht. Verständnis und Einsicht, darum wie unser Universum wirklich funktioniert. Wenn dich das jetzt begeistert hat, dann ist es vielleicht für dich an der Zeit, wirklich diese Reise in diese Divine Design Soul Blueprint Welt, in die Divine Design Welt einzutreten und daraus dein Leben zu kreieren, manifestieren, zu genießen, zu lieben, ohne Ängste, ohne Trauma, ohne Vergangenheit. Melde dich bei mir. Das Programm ist unfasslich. Wenn du einsteigst, kostet es 4.775 Euro. Und du hast schon an dem Moment, wo du dich anmeldest, kriegst du Boni, Kurse von mir, wo du schon starten kannst, bevor wir am 1. Mai starten, wo du schon jetzt loslegst. Also, schreib mir, wenn du wirklich, wirklich für dich gehen willst und wenn du erkennst, dass es nur um dich geht und es deine Reise ist, auf die dich dein SP oder was weiß ich nicht, was für ein Leid oder dein Körper geschickt hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Schön wart ihr da. Ich weiß, dass ihr alles mitgenommen habt, was ihr braucht, um euch für euch selber zu entscheiden. Das ist mein Anliegen, das ist meine Intention. Was ich sage, geht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye!